Hallo und herzlich willkommen und was zum Teufel ist das? Hallo? Okay. Moment. So. Nein. Probleme beim Start. So. Müssen wir eben das andere wegmachen. So. Los geht's dann. Sandbox? Genau. Und dann machen wir jetzt weiter mit The Firestarter. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve natürlich. Entschuldigt die kleinen Zwischenfälle da am Anfang. Ich weiß nicht, was das sollte. Na gut. Immune to fire damage starts fires in the dark. Generating world, generating food. Reticulating irgendwas? Weiß ich nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall schön weiter mit Don't Starve. Was ist das denn? So, pal, you don't look so good. You better find something to eat before night comes. Okay, das ist Hunger, Leben. Was ist das? Intelligenz? Oh, die sind in dauernd irgendwas upgraden müssen und ich mir das nicht angucke. Wir sind hier auch in einer komischen Ecke irgendwie. Direkt am Wasser. Und wir sammeln jetzt natürlich ganz viel Zeug, was hier einfach rumliegt. Gras, Blümchen zum Essen, Flint, dass wir uns gleich eine Axt machen können und schon ein bisschen Holz holen können, um uns ein Feuer zu machen. Und auch Stöcker, die brauchen wir auf jeden Fall. Da kann ich mir schon irgendein Werkzeug machen. Merke ich gerade, da macht es immer Funk links. Und natürlich diese Maschine, die wir uns sehr schnell machen sollten, um neue Dinge zu erforschen. Wie auch beim ersten Mal. Nur sind wir jetzt halt dieses komische kleine Mädchen hier. Was auch immer die Spezielles kann. Das ist wie wenn man Minecraft anfängt. Man weiß nicht, was man machen muss. Aber das ist ja auch das Interessante dabei irgendwie. Man versucht halt rauszufinden, was genau kann ich machen? Was sind meine Grenzen? Was? Wie kann ich am besten überleben? Was ist meine Aufgabe hier? Was muss ich wie zusammensetzen, damit das so funktioniert? Das sind schon fast Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens? So, wir können uns jetzt erstmal hier gucken. Campfire brauchen wir Holz für. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal Holz. Uns eine Axt. Und wir nehmen machen uns auf jeden Fall schon mal ein Backpack. Damit wir mehr mitnehmen können. Und da startet auch schon die Musik im Hintergrund. Sehr schön. Holz, Holz, Holz. Eine Schaufel muss ich wieder erst frei... sciencen, wollte ich gerade sagen. Also frei... schalten. Freischalten. Nein, da weitermachen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass meine Maus gerade so komisch flackert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es sollte uns nicht in dem Spielfluss beeinträchtigen. So, wir nehmen natürlich die ganzen Pinecones wieder mit. Die ganzen Karotten lasse ich da mal liegen. Die finde ich jetzt nicht so toll zum Essen. So, Evergreen, Pinecone. Und die pflanzen wir dann gleich wieder bei unserem kleinen Stützpunkt ein, den wir uns hier irgendwo hinbauen. Ich kann da mal einen kurzen Blick auf die Karte geben. Da, aufheben, aufheben, aufheben. So, wir sind irgendwie in der komischen roten... Ach, das ist dieses hier. Im roten Gebiet, wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, wir gehen dahin, wo wir gestartet sind. Da an den Rand. Gehen aber nochmal kurz hier oben rum und gucken, was da noch so ist. Aber das ja noch gar nicht erkundet haben. Hier, man sieht das. Und dann gehen wir hier noch einmal kurz rum. Da vorne sieht man schon die nächste Insel.
Hier scheint aber irgendwie gar nicht zu sein. Doch, hier sind ein paar Beeren. Ein bisschen Stöckchen. Ein Schäppling. Und den nehmen wir auch gleich mit. Hier sind noch ein paar Gräser. Zwei Drittel des Tages sind schon um. Wie man oben rechts unschwer erkennen kann. Ja, und wir setzen uns hier hin. Das finde ich ganz nett. Hier sind noch ein paar Seeds. Und jetzt mache ich mir hier ein Campfire. Nein, mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Das ist ja nicht... Das geht ja wieder weg. Wäre so besser, wenn ich mir ein Firepit mache. Dazu brauche ich aber erstmal eine Spitzhacke. So. Und jetzt muss ich gucken, ob ich hier noch Holz finde. Also theoretisch sollten wir... Holz meine ich. Stein meine ich natürlich. Theoretisch sollten wir in der Nacht gleich Licht haben, weil sie angeblich in der Nacht brennt. Ja. Ich weiß nicht. Wir können es mal ausprobieren. Wenn wir jetzt sterben, ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja noch irgendwie nichts wirklich Interessantes. Deshalb können wir uns hier auch noch ein bisschen umsehen und noch Stein suchen. Schön. Hier sind wir schon in irgendein komisches, ein bisschen ausgetrockneteres Gebiet. Ganz viele Beeren noch. Essen müssen wir auch noch nicht, das, da haben wir noch ein bisschen Zeit zu. So. Das ist zu Ende hier schon. Da ist eine Krähe. Eine Krähe. Night is coming, I need fire. Dann geh doch an, ich dachte, du kannst das. Jetzt mache ich mir mal eine Fackel. Hallo, mach dir eine Fackel. Dass, falls es gleich dunkel wird, dass wir dann Licht anmachen können. Obwohl sie ja angeblich in der Nacht brennen soll. Curious. Definitely curious, my dear. Hier sind doch irgendwie nirgendwo Steine. Reden nicht gut. Muss doch irgendwas Steinartiges sein. Das kann doch nicht sein. Na, da geht's schon auf die nächste Insel. Ich will erstmal die hier fertig machen. Bevor ich hier irgendwo auf andere Inseln gehe. Was ist das denn? Pond? Pech oder was? It is all plenty. Was ist, was soll ich denn mit Pech machen? Oder ist das Öl? Das kann auch Öl sein. Keim lassen Schimmer. Auf jeden Fall ist hier auch nirgendwo Stein. Bienen. Gut zu wissen, bringt uns aber jetzt gerade noch gar nichts. Dann setze ich mich da hinten noch nicht hin, wenn da kein... Doch, da sind doch Steine. Hä, wo... Bin ich blöd? Ich laufe... Moment. Da soll ein Stein sein. Hä? Ach, das ist ein Busch. Gott, oh Gott. Ich habe mir schon gedacht, wie, du rennst an allen vorbei? Facebook. Ist ja schön, dass du doch nicht dich entflammst. Da ist wieder irgendwas Bienenartiges. Vielleicht sollte ich hier doch mal so ein Firepit hinbauen. So. Ich schmeiße jetzt ein bisschen Holz rein. Sollen wir hier aufmachen? Ein kleines Lager. Ja, kann man machen. Dann pflanze ich hier immer die Bäume hin. So. Im kleinen Kreis anpflanzen. I can't do that. Yes, you can. For sure you can.
So, die Samen kochen. Dann die Berries kochen. Wenn wir schon Feuer haben. Und das war's mit der Nacht schon. Das ging schnell. Die können wir nur essen. Na gut, dann lasse ich das hier mal. So. Da haben wir noch ein bisschen Restfackel. Aber wir müssen jetzt erstmal weiter nach Steinen suchen. Ich brauche Stein. Stein, Stein, Stein. Und schon wieder Bienen. Und noch mehr Bienen. Warum sind hier so viele Bienen? Hier sind noch Flint. Da sind schon wieder Bienen. Meine Güte. Was machen die denn immer in den Updates? Okay, ich habe jetzt auch wieder eine Woche, zwei Wochen nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Updates da gekommen sind. Haha. Hier ist schon wieder zu Ende? Oh Gott, wo sind denn hier Steine? Ja, bzzz, ich höre dich auch. Da sind Steine. Da auf der Insel. Aber da komme ich, wie komme ich denn da hin? Komme ich hier irgendwo rüber? Ja, Biene, schön. Komme ich denn da rüber? Komme ich da überhaupt rüber? Das sieht so aus, als würde das zusammenlaufen. Aber ich weiß es nicht. Ja, schön. Da habe ich nämlich gerade Steine gesehen. Da ist noch mehr Pech oder Moor oder was auch immer. Was sind denn Reeds? Ah! Daraus kann ich mir dieses Papyrus machen. Da stehen. Hier. Okay. Jetzt habe ich ein Schwein. Wo ist eine Kröte? Oh, oh. Aua, aua. Froschlecks. I need food. Ja, dann ess doch was. Ist doch was, natürlich. Entschuldigung. Roasted berries. Froschschenkel kann ich auch essen. Aha. Okay, und was bringt mir das Pick-Ding jetzt? Time for food. Ach, der isst die Froschschenkel auch. Läuft der mir jetzt hinterher? I follow. I follow. Aber wieso? Hilfe, Leute, Community. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, bitte, was ich hier mit den Schweinen soll. Ich verstehe es nicht. Aber ein Stein. Oh mein Gott. Rock, 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 Rock. Hier muss doch noch mehr Stein sein. Ich habe jetzt schon mehr erkundet als in der ersten Aufnahme. Oder in der ersten Runde sozusagen. Das ist ein Grab wieder. Hier lies some guy, bla bla bla. Spinnen. Noch ein Grabstein. Aber kein richtiger Stein mehr. Verdammt. Na gut. Geistiger Zustand steigt. Was sagt mir das? Oh, Leute. Stein. Huhu. Und noch eine Hütte. Ja, ist ja gut. So. I follow. Ist ja super. Da kann ich auch nichts mitmachen. Da ist noch ein Schwein. Hier sind noch mehr Schweine. Me hungry. Ist ja schön. That's my space. Haha, ich gehe lieber weg. Ich weiß nicht, was der macht.
Da ist noch eine Kröte, aber die greife ich jetzt nicht an. Huch. Sag mir mal, was das ist. Ich will das nicht aufheben. Was sind das denn für Viecher? Nicht so nah ran. Was macht das Schwein denn da? Steht nur Attack. Was ist denn das? Hat nichts fallen lassen. Wo ist das Schwein hin? Ah! Wo habe ich denn meinen kleinen Wald gepflanzt? Weiter rechts noch? Hier? Hier! Ja! Gut. Uns fehlen natürlich noch Steine. Natürlich. Okay. Winterometer. Aha. Noch was Neues. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch Gold. Das haben wir noch gar nicht. Grow Seeds. Wir haben noch nie Scheiße gefunden. Ja, so viel können wir jetzt nicht machen. Not very sturdy. Was soll ich denn damit machen? Hey, well. Also ein bisschen Erklärung wäre ganz nett. The fire is small and boring. Ja, ja. Packen wir das mal da rein. Hier sind noch ein paar Samen, die wir auch gleich essen können. Hier sind noch ein paar Berries zum Kochen. Kann ich die Froschschenkel auch kochen? Ja. Gekochte Froschschenkel. Mhm. Steine. Feuer geht aus. So, da ist noch eine Fackel. Stöcker tun wir auch erstmal da rein. Das Zeug da rein, das Essen hier hin. Na gut, jetzt warten wir einen Moment. Bis es wieder Tag ist. Ui, ui, da sind noch ein paar Samen. Die können wir gleich noch roasten. Zack. Dann essen wir die Samen noch. Ja, unser Hunger sieht nicht so gut aus, ne? Ich esse mal die Froschschenkel, was bringen die denn? Naja, nicht allzu viel. Es geht. Los, wer Tag? Jetzt. 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 Ja, super. Wir brauchen noch mehr Stein. Das sind die Grabsteine. Dann gehe ich mal weiter nach oben. Wo auch immer mein Schwein hin ist. Hier sind ein paar Reeds. Wieder mal. Ganz viele Schweine. Das ist einfach schon Schwein Village. Oder Schweintown. Da liegen Steine rum. Jump in Wormhole? Nein. Was zum? Nein, da springe ich nicht rein. Nochmal Community-Hilfe? Was zum Teufel ist das? Da will ich nicht rein. Wieso sollte ich da reinspringen wollen? Hast du dir das mal angesehen, du kleine Girl? Aber hier liegen ganz viele Steine rum, wie auch immer. Ein Blümchen.
Dieses noch mehr Schweinehaus. Setzlingen. Blümchen. Blümchen. Wie kann ich da irgendwas machen mit 12 Blümchen? Was auch immer es ist. Irgendwas wird es wohl nützen. Ich renne schon wieder ewig rum, weil ich immer noch auf der Suche nach Steinen bin. Spinne. Hier ist schon wieder zu Ende. Eigentlich habe ich ja genug Steine, glaube ich, oder? Habe ich nicht genug Steine? Achso, genau, dafür fehlt mir ja Gold. Was wollte ich denn machen? Genau das. Dafür habe ich genug Steine. Dann könnte ich ja theoretisch schon zurück. Ich würde trotzdem noch wissen, was hier noch so ist. Da unten geht es noch weiter. Was können wir denn da unten finden? Ich mache das erstmal wieder weg. Das haben wir ja gerade schon mal gesehen. Das ging ja parallel zu der anderen da unten. Ich denke mal, das geht so weit runter. Einfach mal ein bisschen die Umgebung erkunden. Bümchen. Hier wachsen überall die Bäume, wenn man hier rumläuft. Da sind nochmal Blümchen. So. Oh. Oh, wie süß. Guck mal. Ich habe Blümchen im Haar. I need food. Ja, ich habe kein Food. I'm sorry. Ja, wir können dir ein paar Berries geben. So, da sind noch ein paar. Aber viel mehr habe ich gerade nicht. Und hier ist wieder so ein Moorland. Und viele Frösche sind. Ich soll vielleicht ein paar Frösche kaputt machen, wenn ich welche finde hier noch. Und ich brauche jetzt auf jeden Fall noch ein Gold. Ey. Greif an. Aua. I can't see the bottom. Ja, ja, ist ja gut. Soll's ja auch nicht. So. Irgendwie klauen die mir Sachen. Kann das sein? Ist ja gut. Mach du kaputt. Oh. Das war knapp. Mein Leben ist nicht mehr allzu gut. Ich höre schon wieder Bienen. So, ein paar Berries essen. Samen. Petals. Dann brate ich gleich die Froschschenkel und dann... Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Greif doch nicht weiter an, nur weil die Spitzhacke kaputt ist. Uah. Und das ist Ring Thing. Ein Ringding. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will es nicht aufnehmen. Also gleich passiert noch irgendwas. Da habe ich keine Lust drauf. Bin ja jetzt schon halb tot. Naja, eher ein Fünftel tot. Nein, vier Fünftel tot, ein Fünftel lebendig. So. Hier stellen wir jetzt das Fire Pit hin. So. Okay, viel Holz habe ich auch nicht mehr, aber ich habe hier ein paar Bäume gepflanzt. Berries kochen und essen. Und die Froschschenkel auch. Dann werden wir jetzt mal einen essen. Ja, mit dem Leben macht das nicht allzu viel, aber egal. Meine Güte. Na gut, Baum weg. Zack, zack, zack. Haben wir den auch noch kaputt. Klick, 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 klick. So, die stellen wir jetzt noch hier hinten hin.
Und dann würde ich mal sagen, wir machen Schluss noch in der Nacht und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder von Don't Starve. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zusehen.